Ja, da stehen wir jetzt. Vor Coronaspa und Polaros in einer Kombination. Also, jetzt dürfen wir es fangen. Dann wollen wir doch gegen die beiden antreten. Und damit willkommen bei Pokémon Schwert. Die Schilande der Krone. Möchtest du dich kampfbereit machen, um Coronaspa zu fangen? Ja. Ja, und da stehen wir jetzt genau vor dem Kampf. Im Kampf. Ich glaube, nur besiegen sollten wir es nicht. Ja, Koro! Level 80. Zwei Fähigkeiten. Weil die beiden ein Pokémon oder so ungefähr sein. Wenn ich jetzt den Feuerball einsetze, weiß ich nicht, ob es das jetzt voll besiegt wird oder ich probiere es aus. Und sonst muss ich halt auch mal ran. Aber das überlebt es. Es heilt sich ein bisschen, okay. Aber da können wir gegen angehen. Da können wir nochmal mit dem Feuerschlag draufhauen. Wunderbar. So, dann fangen wir das doch mal einfach mal an gleich. Hyperball sollte es machen, hoffentlich. Nein, okay. Psychokinese. Was haben wir denn noch hier? Tauchball, Flottball, Wiederball. Na, probieren wir das einfach mal. Glaube ich nicht dran. Nö. Und im Zweifel müssen wir den Meisterball einsetzen. So, dann noch einmal. Was haben wir denn noch hier? Freundesball, Köderball, Levelball. Ne, der wird gar nicht wirken. Ne, Meisterball will ich jetzt noch nicht einsetzen. Und wir noch einmal nicht überball. Auch wenn wir jetzt immer weniger KP haben. Einmal. Okay, schade. Okay, es hat uns mit Easter Egg komplett weggehauen, aber wir haben ja noch einige Pokémon im Petto. Helles Viren, okay. Dann haben wir ja noch... Wir probieren es mal mit Waldi. Waldi ist jetzt voll KP. Aber nein, es passiert nichts. Machen wir nur mal Bangrubbler. Das paralysiert ist. Gut. Ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass du paralysiert bist und dadurch eine Schadensveränderung hast oder dadurch angeleitet bist zu fangen. Einmal, zweimal. Oh, schade. Aber gut, es ist auch paralysiert und kann nicht angreifen. Wunderbar. Eins. Schade. Aber wir versuchen es weiter. Ich will den Meisterball nicht anwenden. Also. Nochmal. Jetzt hilft es gar nicht mehr, okay.
Und Waldi ist raus. Der Angriff steigt. Ich probiere es einfach mal mit Bronzo. Das ist schon über 10 Level Unterschied jetzt. Psychogenese sollte nicht sehr effektiv sein, ganz im Gegenteil. Hypnose wird eigentlich nicht wirken, weil... Genau, weil wegen Paralyse. Zwei. Drei. Na, so knapp. So knapp war das. Eins, zwei, nein, und wieder nicht. Komm, wir wollen es auch haben. Und ohne Meisterball. Meisterball kann nämlich jeder. Nur im letzten Zweifel setze ich ihn ein. Lizard Lane. Upsala. Angriff steigt weiter. Machen wir. Nur einmal den Durchbruch oder Aeroass. Komm, wir machen Aeroass. Das sieht nichts. Aber Psychokinese hat keine Wirkung. Eins, zwei, drei. Ach, schade. Schon wieder nicht. Gut. Das kommt uns so zugute, dass das Vieh jetzt gar nicht angreifen kann. Ah. Bälle schwinden, schwinden. Hat keine Wirkung. Was haben wir hier noch? Meisterball, Ultraball, Traumball, Mondball. Einfach mal auschecken. Bricht gleich aus. Noch einmal den Luxusball. Wiederball bringt uns nichts. Einfach mal die anderen Bälle ausprobieren. Vielleicht bringen die mehr. Lizard Lane. Voll und weg. Okay, nächstes Pokémon. Wir haben jetzt eigentlich nur Günther oder Amarino. Probier es einfach nochmal mit Günther. Wenn wir dann nur bei Amarino stehen, dann kommt der Meisterball. Gar nicht mehr, okay. Das haut uns komplett weg.
sehr effektiv. Ja. Okay, dann kommt jetzt der Meisterball. Ich hab's versucht. Aber das nicht geht, das geht nicht. Hallo Amarino. So. Schade, eigentlich. Aber na gut. Was sein muss, muss sein. Ja, damit bist du Level 61 und dachte ich auch gleich entwickeln, ne? Schimmelreiter. Kaiser-Pokémon. Koronachtmal in dieser Form. Kann man die auch irgendwie trennen, theoretisch? Kommst einmal kurz an den PC. Box. Ach, Amarino entwickelt sich nicht. Menschenkind, nein! Lass mich dich bei deinem richtigen Namen nennen. Jonas. Ich blicke unserer gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen. Hallo! Bist du das Expeditionsleiter? Hier spricht Pioni! Ich hatte gerade einen total abgefahrenen Traum. Ich war in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon mit dem riesen Schädel war auch da. Und dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Du kamst übrigens auch in dem Traum vor. Das wirkt alles so real. Echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, ich rufe mal an. War dir alles in Ordnung? Ja? Du steckst nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten oder so? Nee? Ich habe hier alles unter Kontrolle. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Die Pioni-Expeditionstrupp geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. In diesem Sinne kommen wir ja gesund und in einem Stück wieder zurück. Hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man wieder in der Basis chillen kann. Alles klar. So. Der Stand der Dinge in Legendennotiz Nummer 1. Die neuen Zügel des Bundes verhalfen den König der reichen Ernte dazu, sich wieder mit seinem treuen Ross zu verbinden und neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will es mich ab jetzt bei meinen Abenteuern begleiten. So, dann erstatten wir Pioni Bericht. Das machen wir. Also fliegen wir wieder rüber. Hallo Amarino. Ach ja. So, erstmal gehen wir hier einmal unser ganzes Team heilen. Wunderbar. Und dann gehen wir doch nochmal in die Pokémon-Boxen. Ich glaube, Amarino entwickelt sich nur nachts. Bin mir da gerade nicht so sicher. Ach, hat es nicht. Ist hier eine Unordnung drin. Das war hier schon mal besser gewesen. Da ist Koronaspa. Das nehmen wir doch jetzt mit. Ich dachte nämlich vorher, entwickelt sich Amarino noch, aber doch nicht. Aber eigentlich hätte es sich schon längst entwickeln müssen. Aber anscheinend ist es doch eine Nachtentwicklung. Ah, Expeditionsleiter. Na, wie gehen die Erkundungen voran? Koronaspa. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Koronaspa gefangen? Super, nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch. Ist das etwa der König der reichen Ernte? Der große Obermacker? Seltsam. Irgendwie kommt es mir vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen. Jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll. Wie er so majestätisch auf seinem Pokémon reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn das kein stattlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alles zum König der reichen Ernte aus Legendennotiz 1 berichtet. Nice! Da vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Tja, die neuen... Wunderbar, abgehakt. Ja.
Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du berichten möchtest? Momentan nein. Aber die nächste Legende, die folgt bestimmt. Außerdem haben wir hier schon drüben was gehabt und sind ja im letzten Part ja schon darauf gestoßen. Und deswegen wollen wir uns auch mal gleich einmal in diese Richtung hinbewegen. Und schauen mal, was da los ist. Schließlich sind wir auch schon theoretisch in der nächsten Expedition. Wir waren nämlich hier gewesen. Und an der Tür. Auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Ein helles Geräusch ertönen lassen. Und daneben liegt Lichtkanone. Hat es irgendwas zu bedeuten? So, hier ist uns gar nichts. Naja, was sagt eigentlich so unser Missionsbuch? Geh die Legenden auf den Grund. Genau, und jetzt fahren wir theoretisch. Oder müssen wir jetzt hier nochmal irgendwas machen im Dorf selber? Wollen wir uns da nochmal hinbewegen? So, fahren wir wieder außen rum. Und da sind wir auf der Rückseite des Hauses. Silbergrundkorken. Mal sehen, vielleicht hören die Leute hier noch irgendwas davon. Nee, das ist nur dasselbe, was sie auch schon damals gesagt hat. Wenn wir vielleicht hier noch in den Büchern irgendwas lesen können zu den anderen Legenden. Na komm, lass mich zum Buch hin. Nee, das sind nur Bücher über die Kronenschneelande. Wobei? Das treue Ross des Königs, Priestess, Vignette-Initiative, Schneetanz, Feldfrüchte. Nee, das ist alles mit nur. Hast du noch was? Hohoho. Hohoho. Wie laufen deine legendären Abenteuer? Und er hat auch nichts zu sagen. Okay. Dann wollen wir doch aber trotzdem mit anderen Legenden auf die Spur gehen. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Na, wir gehen die Erkundungen voran. Ja, wir wollen mal die Legenden-Giganten. Sieht nicht so aus, als hättest du Neues zu berichten. Nee, dann wollen wir das erstmal nicht machen. Dann wollen wir natürlich weiter. Wir können auch sonst erstmal die anderen Tempel erkunden. Hallo Rex Blizzard. Gab ein paar mehr als zu diesen allen. Also wollen wir doch schauen, wohin noch die weiteren sind. Gibt ja noch einiges hier zu erkunden und auch in vielen Gebieten waren wir hier noch gar nicht. So, da sind wir gleich erstmal am Friedhof. Willkommen am Friedhof. Uralter Friedhof. Achso, genau. Hallöchen. Da ist so dieser riesige Baum. Wenn ich dem Fluss hier folge. War das ein Carpador? Ha! Ja, das war ein Carpador, in der Tat. Ein Lebenorb. Ich will natürlich nicht zu nah an den Baum ran, eigentlich. Ballseeufer. Aber hier sieht es ja schon von der Kulisse her ganz anders aus. Eigentlich echt hübsch. Elektro. Hier sind auch wieder einige der
Der Schild-Pokémon. Hier ist ein Balgoras. Ja, Balgoras. Also hier rennen einige Fossilien rum. Also, oder auch jetzt immer Fossilien. Nee, das war der falsche. Jetzt muss ich die besiegen. Gib weitere. Oh Mensch, armes Balgoras. Armer Baby-Dino. Oh, Monagoras. Tja, da drüben sind auch noch zwei Felsen. Aber hier haben wir definitiv gerade nichts mit den anderen Tempeln da in Kombination. Zumindest sieht das hier nicht danach aus. Da hinten haben wir nur noch eine Höhle. Wollen wir doch mal da in die Richtung gehen, fahren. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwas raus. Ballseehöhle. Also hier ist einiges unterwegs. Und wieder am Ballseeufer. Hier soll was Selteneres unterwegs sein. Okay. Ja, Evoli. Gut, aber in die Richtung wollen wir auch nicht. Also ich denke mal, hier unten ist nur die Legende von wegen mit den drei Vögeln, also die dritte Legende. Aber die will ich noch gar nicht machen. Ich will mich erstmal hauptsächlich um die andere Legende kümmern. Und diese Ballseehöhle bringt mich nur in diesen zwei Punkten anscheinend. Also wieder raus hier. Einige Pokémon sind hier unterwegs. Also auf wieder nach oben. Wo es kälter ist. Noch so ein kleiner Anmerk zu dieser Geschichte, was wir da ganz zu Anfang gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, da oben, hier. Genau, wo wir das Dana-Riesennest haben. Da bekommt man ja auch einige Legendäre raus. Davon habe ich ja auch einen kleinen Zeitraffer drin gehabt. In dem einen Part. Aber was man da auch bekommt, sind auch Starter-Pokémon. Auch eine coole Sache. Also wenn ihr das noch gar nicht wusstet, aber ich glaube, das war auch sogar auch in der Sequenz. Guck mal, hier ist noch ein weiterer Tempel. Was steht hier geschrieben? Auf der Tür steht, lasst das erste Pokémon einen Stein tragen. Das ist unveränderbar macht. Der ist was? Okay. Also wirklich nur Rätselsprüche. Damit haben wir ja schon mal den zweiten Schrein. Hier hinten in der Ecke. Aber vielleicht haben wir hier noch mehr versteckt. Müssen ja. Mindestens drei, wenn nicht sogar noch mehr. Was machen denn jetzt alle auf einmal hier? Da ist so eine weitere Höhle. Rauschende Höhlen.
Okay, hier geht's weiter. Einen Beleber. Hallo Keifel, Wupsala, da geht einiges hier. An Pokémon. Wo führt uns das Ganze denn hier hin? Ein Trikefalo. Immer weiter in die Tiefe. Und letztendlich kommen wir am Schollenmeer raus. Aha. Ja, Schollenmeer. Hübsch, hübsch. Da hinten haben wir sogar auch noch einiges. Hydropumpe. Aber ich glaube nicht, dass hier noch so ein weiterer Schrein ist. Na, oh, wie süß. Kleines Pokémon. Und auch noch mal ein kleines Pokémon. Aber die 2000 Watt, die sind wichtig. Wenn wir so von diesen Höhlen, können wir da irgendwie vorhüpfen oder... Nö. Wir können dorthin fliegen. Ein Watthändler. Rauschende Höhlen. Sohle des Giganten. Bett des Giganten. Du kannst quasi immer zu den... Wenn ich es gerade richtig erkenne... Kann man zu den ganzen Tempeln einfach hinfliegen. Jetzt sind wir nämlich nur genau hier. Aber es müssten noch einige geben. Naja. Aber im Zweifel finden wir sie ein andermal. Und... Und erkunden diese dann. Also. Dann sage ich mal für heute... Danke fürs danke fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.